Ja, hi ho, meine lieben Rollenspielfreunde, und willkommen zu einem neuen Projekt, beziehungsweise dem Auftakt zu einem neuen Projekt, je nachdem, wann ihr angefangen habt zuzusehen. Ja, wie man unschwer erkennen kann, konnte, Obsidian Entertainment und Paradox. Mein letztes großes Projekt war ja von ihnen Pillars of Eternity. Und mein erfolgreichstes Projekt übrigens, was ich richtig toll fand. Und jetzt kommt von diesen Machern Tyranny, der Nachfolger von Pillars of Eternity. Und wie man schon am hübschen Hintergrund sehen kann und an der dramatischen Musik, dieses Spiel wird sehr interessant. Ich will euch aber nicht von der Story zu viel vorwegnehmen. Ich spiele das Ganze blind. Ich habe nur mal kurz in die Charaktererstellung geguckt. Deswegen starten wir jetzt einfach ein neues Spiel. Als Schwierigkeitsgrad nehme ich diesmal normal, weil... Oh, die Musik klingt so geil. Ja, weil schwierig hat sich in Pillars of Eternity leider nicht sonderlich bezahlt gemacht. Wir mussten ja ziemlich oft neu laden. Deswegen bleiben wir bei normal. Weil das ein paar Fehler verzeiht. Bei schwer steht hier halt, der Schwierigkeitsgrad schwer ist für erfahrene Spieler von isometrischen Spielen, zum Beispiel Pillars of Eternity geeignet, die eine Herausforderung suchen. Um zu überleben ist ein hohes Maß an Micromanagement. Nötig. Und Werte müssen durch Items, Zauber und Fähigkeiten optimiert werden. Die feindliche KI ist effizienter und setzt Fähigkeiten öfter ein. Ja. Deswegen bleiben wir bei normal. Einfach, damit es nicht so frustrierend wird. Obwohl, no risk, no fun. Bleiben wir bei schwer. War ja auch in Pillars of Eternity eigentlich recht interessant. zu sehen, wie ich drauf gehe. Und wir machen natürlich wieder den Expertenmodus an, der die ganzen Hilfestellungen ausschaltet. Da ich solche Sachen lieber selber herausfinde. Und mir dann in den Allerwertesten beiße, wenn ich was falsch mache. Außerdem können wir das nur... hier aktivieren. Wenn wir es deaktivieren, dann bleibt es deaktiviert. Jo. Annehmen. Und zur Story. Ich hoffe mal, die Ladezeiten sind jetzt während des Let's Plays nicht mehr so schlimm wie in Pillars of Eternity. Da ich ja meine Hardware etwas upgegradet habe. Ja gut, das erste Laden, das habe ich schon gemerkt, das dauert ein bisschen länger. Hoffen wir mal, dass das Laden später in den Gebieten nicht mehr dann so lange dauert, wenn wir irgendwann mal im Spiel drin sind. Oder wenn sie es mal patchen. Ey, der Vorführeffekt, supi. Komm schon, lad endlich. So fängt das die Aufnahme immer gut an, wenn der Ladebildschirm ewig lädt. Komm. Also. For over 400 years, the armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world. And two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Narat, spymaster and archon of secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle,
The Scarlet Chorus grows stronger as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Grave and Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Jo, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, die Reiche sind untergegangen. Kyros oder Kairos, wie man auch immer aussprechen möchte, hat alle Länder bis auf ein einziges unterworfen. Und wir stehen im Dienste von Kairos als Schicksalsbinder. Also gehören Kairos Gericht an. So, und jetzt sind wir mit der Charaktererstellung. Wir können nur zwischen Menschen wählen. Also, wir sind immer menschlich. Keine Zwerge, keine Elfen, nix. Wir können halt unseren Körperbau anpassen. Von ganz normal haben wir sicherlich hier auch bei den Männern, die ein bisschen kantig aussehen. Ja. Was ja nicht so wichtig ist nachher, wenn alles isometrisch ist, muss nur die Umgebung schön aussehen. Er sieht ein bisschen Hulk-mäßig aus und er ist der großgewachsene Hagere. Und ja, ich spiele wieder auf Deutsch, auch wenn Pillars of Eternity mich als bisschen belehrt hat, was die Übersetzung, die Lokalisation angeht. Aber ich versuche es einfach mal und hoffe mal, dass sie es diesmal besser gemacht haben. Also hier kann man... Hier kann man die Rolle lesen, entweder männlich oder weiblich. Ich lese mal beide vor. Im Nordreich, wo du geboren wurdest, genießen Frauen den gleichen Schutz unter den Gesetzen des Oberherrn Kyros. In den Südlanden der Stufen dürfen Frauen auf einem Schiff anhören, doch nur Männer dürfen Schiffe besitzen oder Kapitäne sein. Dieser Brauch schenkt die Ozeane den Männern, doch das Land wird den Frauen anvertraut. Männer dürfen mieten und pachten, doch nur Frauen dürfen Land besitzen und es an ihre Töchter oder Schwestern vererben. Meist über denselben Beruf aus wie die Eltern, doch viele Frauen treten auch in den Dienst eines der mächtigen Archonten des Oberherrn ein. Also der Oberherr ist Kyros. Eine Frau, die keinen Beruf hat und kein Land besitzt, das sie bestellen kann, wird oft in die Armee des Archonten eingezogen. Dort steigt sie entweder zu Ruhm und Ehre auf oder verschwindet in der Vergessenheit. Klingt ja schon mal sehr nett. Im Mordreich, wo du geboren wurdest, genießen Männer den gleichen Schutz unter den Gesetzen des Oberhirn Kyros. In den Südlanden der Stufen dürfen nur Männer Schiffe besitzen oder Kapitäne sein. Aber nur Frauen dürfen Land besitzen. Männer dürfen pachten, aber das dauerhafte Eigentum des Landes in den Stufen wird immer an die älteste Tochter oder die Schwester weitervererbt. Die meisten Söhne beginnen mit etwa 15 Jahren im Beruf ihres Vaters zu arbeiten. Wer keinen Beruf und keine Felder besitzt, der kann in den Diensten eines der mächtigen Archonten des Oberherrn eintreten. Verbrecher, Obdachlose und andere werden oft in die Armee der Archonten eingezogen. Wenn ein Kind keinen eigenen Weg finden kann, in der Schlacht findet es ihn. Ja. Mal gucken, jetzt nochmal zu den Körperbauten. Er ist normal. Also normaler Körperbau, ziemlich halkig irgendwie. Und er ist ziemlich hager. Also wenn, dann würde ich eher normal nehmen. Machen wir mal eine hellere Hautfarbe.
nicht ganz so blass. Weiblich hätten wir auch normal. Stämmig und groß und hager. Ich nehme mal weiblich wieder. Obwohl, nee, ich nehme männlich. Nehmen wir mal einen normalen männlichen. Jetzt können wir das Aussehen als nächstes bestimmen und uns ein Porträt aussuchen. Gibt ja genug zur Auswahl. Hier fangen übrigens auch noch die weiblichen an. Und alle sehen ein bisschen, ja, finsterer aus, könnte man fast schon sagen. Das sieht fast aus wie ein Lichtschwert, okay. Das sieht zum Beispiel nicht schlecht aus. Er sieht mehr aus wie ein Magier. Er sieht ganz nett aus, eigentlich. Er sieht mir ein bisschen zu exotisch aus. Er wäre auch noch nett, aber hautfarbenmäßig passt es nicht. Bleiben wir mal bei ihm hier, der gefällt mir am besten. Gut, wir können jetzt Gesicht, Haare und so ein bisschen die stylen. Ja, nehmen wir ihn. Haare sollten schon ein bisschen mehr auf dem Kopf sein. Das sieht fast aus wie eine Elvis-Frisur, also nee. Wuschelig. Längere Haare. Die hatten wir vorhin, nein. Das hier wäre die Kurzhaar-Variante halt. Bleiben wir mal bei denen hier. Und Bart, ja. Können wir so einen Vollbart nehmen? Chuck Norris Bart. Was ist der Unterschied? Ach, so ein bisschen dünner. Der sieht eigentlich auch ganz nett aus. Schnurrbart. Oder hier ein bisschen vollbärtiger. Nehmen wir mal Chuck. Nee, nehmen wir den Bart hier. Haarfarbe. Dunkelbraun. Tätowierung. Nein, brauchen wir keine. Männlich, adlig. Quiet down. My wounds are slowing me down. Oder gar keine. Wenn ich aggressiv. Das klingt gut. So, Geschichte. Wie bist du zu Kyros Armee gekommen? Grumkämpfer? Verkauftem bla bla bla. Erhöht Stärke. Jäger, Gildenlehrling. Adelsspross. Soldat. Gesetzbrecher. Kriegsmagier. Oh ja, das passt eigentlich. Machen wir mal Kriegsmagier. Nur wenige besitzen die nötige Kombination aus Verstand und Mut und zu wahrlich großen Zauberwirkern und Kriegern zu werden. Wer mit einer solchen Kombination von Talenten verflucht wurde, der wird unweigerlich aus seinem weltlichen Leben gerissen und den Armee der Eichhörnchen zugewiesen. Da hätten wir doch Diplomat. Das klingt eigentlich auch ganz nett. Großer Reichtum für die Familie. Das ist nett. Obwohl du nie erfahren hast, warum überschüttete Kyros deine Familie mit großem Reichtum für einen nicht näher bezeichneten Dienst. Deine Eltern nutzen diesen Reichtum, um dich weit entfernt von deinem Zuhause großziehen zu lassen. Deine Kindheit war eine nomadische Reise durch Teratus, voller Privatlehrer und bestenfalls flüchtiger Freundschaften. Wo andere Stabilität und Routine genossen, erhieltest du eine weltliche und vielseitige Ausbildung. Ein achtloses Wort in einer entlegenen Stadt brachte dich in Konflikt mit dem Gesetz. Du wurdest vor Thunon, den Richter, geführt.
Ja, also den, für den wir jetzt arbeiten, damit er dir den Prozess mache. Du pochtest nicht nur auf deine Unschuld, sondern rettest den Spion und schürst die Ankläger, weil sie die Zeit des Gerichts verschwendeten. Der Hund der Gerechtigkeit war deiner Meinung, amüsiert von deinem Scharfsinn, deiner Weisheit und Anpassungsfähigkeit nahm Tundorn dich als einen seiner neuen Vollstrecker unter seine Fittiche. Das klingt gut. So, jetzt kommen die Kompetenzen. Also, was für Kampfstile wir besitzen. Und damit gehen auch unsere Skills hoch, wenn man sehen kann. Da seitlich Schwert und Schild zum Beispiel könnten wir nehmen. Das sieht dann so aus, ziemlich cool. Und wir könnten auch eine Fähigkeit wählen. Ich würde lieber Wurfspeere nehmen, weil das für mich am interessantesten erstmal klingt, als Primärfähigkeit. Und würde. Ja. Ziele mit einer leichten Verzögerung, um dich darauf zu konzentrieren, ja, den Herzschuss nehmen. So, und dann können wir noch sekundär nehmen. Ich weiß nicht, ob das hier ein Rechtschreibfehler ist mit Speer und Schild, wobei ich das nicht glaube, weil wir hier halt wirklich einen Speer haben. Kriegsstreitkolben, Wurfspeer. Ich hätte aber lieber gerne den Lebenskraftzauber als sekundär. Sozusagen einen, weil ich ja auch gerade Diplomat genommen habe. Klingt das gar nicht mal so schlecht. Gibt halt Lebenskraft beherrschen, Magierstab und Wissen. Und klingt für mich am besten. Berührung des Titanen. Stärkung und Vitalitätsbonus, ja. Also sozusagen ein Wurfspeerkämpfer mit Buff und Heilmagie. Das war so meine Intention, als ich mir das erste Mal die Charaktererstellung angeguckt habe. Ich könnte auch noch mehr Wurfspeeren nehmen. Dadurch kriege ich halt, würden halt Wurfwaffen und so weiter noch mehr steigern. Aber nee, das finde ich ganz gut. So. Dann dürfen wir uns unser Banner kreieren. Also erstmal Charakterfarben aussuchen. Achso, die Sekundärfarbe und das ist die Primärfarbe. Also so ähnlich wie man es auch aus Baldur's Gate kennt, die normalen Klamotten können wir uns hier designen. Also graue Hose, sage ich mal, und dunkelblauer Wams. Ja, das sieht gut aus. Dann natürlich noch das Banner. Gucken wir mal, was da so ganz nett aussieht an Banner-Symbolen. Da wird gezählt. Das sieht aus wie ein Rabe. Galgen macht ja sehr viel Mut. Nee, das sieht mir zu exotisch aus. Bleiben wir mal bei gekreuzten Schwertern mit Schild. Hintergrundfarbe passt rot am besten, finde ich. Und das Banner selber. Obwohl, nee. Ja, so ist gut. Schwarz. Weißes Banner mit rotem Schwappen. Nee. Ja, so sieht das doch schön aus. Rotes Wappen auf blauem Banner. Name ist Brennoja. Der vollstreckende Diplomat. So, Attribute haben wir nur 4 Punkte. Und zwar ist es wichtig, dass wir hier an der Seite gucken. Jo. Also auf der Seite hier steht hier unten ganz wichtig, welche Attribute wichtig sind. Also Stärke ist gerade wichtig und Stärke ist wichtig. Da gehen wir 2 Punkte rein. Schnelligkeit ist für Wurfspeere wichtig. Verstand ist wichtig und ich gebe auch mal Entschlossenheit, weil wir ja ein Diplomat sind und alles.
will ich gucken, dass ich meinen Entschlossenheitsboost ziemlich hoch kriege. Also verteile ich mal die Punkte gleichmäßig, auch wenn gesagt wird, dass ich Stärke dringend bräuchte. So, weiter zu den Skills. Lebenskraft beherrschen. Jetzt gucken wir mal, was da dringend empfohlen wird. Also Wurfwaffen auf jeden Fall bräuchten wir. List, parieren, Wissen. Okay. Einhandwaffen, Wurfwaffen. Geben wir einfach mal 5 Punkte drauf. Wissen erhöhen wir auch mal um 5 Punkte. Athletik. Einzuschüchtern und körperlich zu überwältigen. Ja, mit Intelligenz beeindrucken und auch. Ja. Ist auch wichtig. Lebenskraft beherrschen. Also, das wird durch Verstand und Entschlossenheit beeinflusst. Plus Diplomatie. Parieren würde ich gern 5 Punkte noch reinpacken. Dann würde ich mal sagen, 3 Punkte in Ausweichen und 2 in Athletik. So. Und jetzt geht's an den interessanten Teil, nämlich die Eroberung. Da habe ich dann aufgehört mit der Charaktererstellung, einfach weil ich das hier nicht vorher wissen wollte, was jetzt als nächstes kommt. Genau. Wie möchtest du fortfahren? Wenn du die Option Eroberung wählst, kannst du Kyros Eroberung der Stufen spielen und dabei bestimmen, wie dein Charakter an der Invasion beteiligt war. So hast du am meisten Einfluss auf die Ausgangssituation im Spiel und wie andere Gruppierungen auf deinen Charakter reagieren. Und bei Schnellstart wählst du aus einer Liste. Ich möchte aber Eroberung wählen, einfach weil das sehr interessant klingt. Und jetzt geht's weiter und ab jetzt wird's blind. All the world has fallen to Kairos. And now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kairos's reign. Two armies, the Disfavored and the Scarlet Chorus, march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. In the early days of 428, Kairos's armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors, until it's too late. So, jetzt kommt die Invasion der die Eroberung der Stufen. Das kleine Vorspiel klang irgendwie nicht so toll, wie ich es gerade gesagt habe. Während der Eroberung erscheinst du, wie dein Charakter sich während Kyros Invasion der Stufen verhielt. So formst du die Welt, die du im Verlauf des Spiels bereisen wirst. Jede deiner Entscheidungen wirkt sich auf deinen Charakter aus und darauf, wie dich wichtige Gruppierungen der Stufen auf dich, wie die wichtigsten Gruppierungen der Stufen auf dich reagieren. Deine Entscheidungen haben Folge, also wähle weise. Ja, 1 von Kyros Eroberung. Die Bastardstadt. Die Bastardstadt befindet sich an der Nordgrenze zwischen Kyros Reich und den Stufen. Erbaut an einem natürlichen Hafen an der Kreuzung zwischen den Reichen, war die Stadt ein Knotenpunkt des Handels. Für die Stufen war sie das Zentrum allen Reichtums, für die Nordländer war sie kaum mehr als ein entlegener kleiner Handelsposten. Ihr symbolischer Status als Tor zum Kontinent machte sie zu einem naheliegenden ersten Ziel für Kyros militärische Eroberung. Die Umstände waren ideal, um deinen Wert als Soldat in Kyros Armee zu beweisen. Diese Stadt zu erobern, würde eine Botschaft in den Rest der Stufen senden. Kyros Wille ist unbezwingbar. Wähle dein Symbol auf der Karte, um zu beginnen.
Die Stufen infiltrieren. Beide Armeen schickten ihre Truppen, um den Weg zu ebnen. Im Tore des Urteils. Im ersten großen Gefecht des Krieges überquerten Kyros Armeen die Berge und fassten Fuß auf der anderen Seite. Ja. Stufen infiltrieren. Die Stufen infiltrieren. Die Geschichte sollte sich an die Tore des Urteils als Ort der ersten Schlacht der Eroberung erinnern. Der wahre Kampf wurde jedoch mit Vorurteilenheiten beider Armeen geführt, die sich im kommenden Krieg rüsteten. Die Geschmähten und der Scharlachrote Chor hatten jeweils einen Plan, wie sie die Hauptstadt infiltrieren wollten. Welche Armee hast du dich angeschlossen? Also ja, wir könnten den Scharlachroten Chor oder die Geschmähten wählen. Den Speer den Geschmähten helfen, feindliche Kämpfer für den Scharlachroten Chor rekrutieren. Du stellst deine Fähigkeit in Dienst der Elite-Speer der Geschmähten, um eine Grenzgarnison einzunehmen. Graven Ash war überzeugt, dass ein früher Sieg in der Offensive die Moral seiner Truppen heben und die überhebliche Selbstsicherheit der Südländer mindern würde. Gemeinsam mit dem Scharlachroten Chor plünderst du Dörfer und kleine Städte und rekrutierst jeden gesunden Mann und jede gesunde Frau für die Armeen. Nerads Stimmen betonte, wie lohnend Rekrutierung und Versklaven gegenüber hemmungslosen Blutvergießen sind. Seine Soldaten mussten offenbar daran erinnert werden. Nein, nehmen wir die Infiltration, das klingt besser. Die Stufen infiltrieren. Die Speer der Eidgebundenen identifizierten die schwache Grenzverteidigung und taten sich zu einem organisierten Angriff zusammen, der den Feind unkoordiniert und von jeder Hilfe abgeschnitten zurücklassen sollte. Du überwachtest die Vorbereitung und gabst einen strategischen Rat ab. Als das Krachen der Schwerter und Speere verstummte und durch Jubelschreie der geschwähten Speer ersetzt wurde, wundertest du dich nicht. Ja. Okay. Wir können also immer nur eins auswählen. Agenten im Inneren. Das Feuer eindämmen. Deine bittersten Gegner der Bastardstadt waren die Magier der Schule der wilden Wut. Die ungezügelten Zauberwirker waren zu barbarisch, um ihre Kräfte verantwortungsvoll einzusetzen. Sie mussten aufgehalten werden. Wie ist es dir gelungen, die hetzköpfigen Magier zu überlisten, ihren eigenen Untergang herbeizurufen? Also entweder gegen Magier, nachdem die Grenzgarnison von deinem Verbündeten, von den Geschmähten eingenommen war, reitest du Kyros Armee voraus und laufst in den Schatten der Bastardstadt. Du schmiedest den Plan, einen der Einheimischen auf Kyros Seite zu ziehen, um dir zu helfen, die Stadt in die Knie zu zwingen. Korruption beginnt nun mal von innen. Legen wir uns lieber mit den Magiern an, anstatt dass wir versuchen, die Stadt zu unterwandern. Ah, hier steht nochmal was. Du fandest einen Verbündeten in der Stadt, der dir helfen sollte, den Krieg für die sich nahe der Armee zu ebnen. Die Feuermagier der Bastardstadt bedrohten die erste Phase der Eroberung Kyros Truppen. Kyros Truppen bereiteten ihre ungezügelten Macht ein Ende. Ja, das klingt besser. Du lockst die hilfsköpfigen Magier in einen Hinterhalt, wo eine Legion der Geschmähten auf sie wartete. Die Soldaten gerieten nach einer Gelegenheit in arkanen Zweigen des Stufenwiderstands zu überwältigen. Du brachtest die Gildenältesten durch eine Liste dazu, sich mit Nerads Stimmen zu treffen, dem Archonten der Geheimnisse. Der Archont war berüchtigt für seine grausamen und bekannten Verhörtechniken. Die Magier wurden nie wiedergesehen. Nein, machen wir das lieber professionell mit einem Hinterhalt. Die Magier führten ihre gefährlichen Forschungen außerhalb der Mauern der Bastardstadt durch. Du schickst einen Speer, um ein heikles Ritual zu sabotieren. Das löste eine Explosion aus, bei der viele erfahrene Zauberwirker verwundet oder getötet wurden. Voller Wut jagten die Überlebenden die Saboteure durch die umliegenden Hügel, wo die Geschmähten sie umzingelten und in die Knie zwangen. Die wenigen Überlebenden des Hinterhalts wurden vom Scharlachroten Chor rekrutiert. Ja. Dann Teil der Infiltrationstaktik warst du vor den Armeen in der Bastardstadt. Deine Arbeit schwächte die Verteidigung der Stadt vor der Ankunft von Kyros Truppen. Du trachtest jedoch nach einer entscheidenden Geste, die deine Verbündeten einen echten Vorteil verschaffen würde. Wie hast du den Fall der Bastardstadt unterstützt?
Du forderst den Kommandanten der Verteidigung der Bastardstadt zu einem ehrenvollen Kampf bis zum Tod heraus. Die Gespielten wollten die Leben der Soldaten für die kommende Schlacht verschonen und die Leben der Zivilisten für die Besatzung. Fähigkeit Rast des Kriegers. Einmal pro Begegnung, also es ist wieder Begegnung und Rast. Trotz der drohenden Niederlage während einer kurzen Zeit regenerierst du schneller Gesundheit. Dein Schaden ist jedoch deutlich reduziert. Indem du Kyros Boot einen Aufstand einzetteln, ein Duell gegen die Stadt austragen, durch Attentate Furcht verbreiten. Indem du Kyros Botschaft verbreitest, konntest du die Armeen und Enttäuschten überzeugen, sich einer verborgenen Armee des Scharlachroten Korps anzuschließen. Nachdem der Stopp sich gelegt hatte, wollte die Armee ihre Reihen mit diesen Schläferzellen stärken. Aus dem Schatten heraus ermordest du die Anführer der Bastardstadt in einem nach dem anderen. Verdeckt im Schatten. Schaffe eine Wolke aus verdunkeltem Schatten und Staub. Nö. Sengende Hand, sammel erhitzte Energie in deinen Händen und entfessel sie gegen einen Feind. Ja, auch wenn wir jetzt auf der Seite der Bösen sind, versuchen wir lieber das etwas Ehrenvollere, also neben den Kampf gegen den Kommandanten. Verrat der Bastardstadt. Der Stadtmarschall war ein alter, aber erfahrener Kämpfer. Sein Wert für die Wache war allgemein anerkannt. Nachdem er Garantie für deinen Schutz gemacht hatte, trafst du dich auf dem Platz im Marktviertel mit ihm und duelliertest dich unter den angespannten Blicken der Menge mit ihm. Der Kampf dauerte länger, als du es für möglich gehalten hättest, doch da meinten die Glücksgötter es gut mit dir. Eine Zierkette, die von der Rüstung des Marschalls baumelte, verfing sich in der Barrierstange seines Schwertes, was dir die Gelegenheit gab, sein Leben rasch zu beenden. Kyros Truppen feierten deine Rückkehr ins Lager und den schweren Schlag gegen die Moral des Feindes. Alle waren sich einig, die Bastardstadt kurz vor dem Niedergang stand. Das war dann wohl das erste Teil des Planspiels. Eine neue Normalität kehrte in der Bastardstadt ein. An jedem hohen Bauwerk prangerte Kyros Banner. Dein Name wurde allerorts geflüstert und dir wurde eine große Karriere vorhergesagt. Die Armeen teilten sich in zwei Fronten und zogen nach Süden. Tunon ließ Kunde senden, dass du dich zur nächsten neuen Grenze von Kyros Eroberung begeben sollst. Entweder als Richter und Aufseher der Siedlung Lithians Kreuzzug oder als Kriegsberater der Armeen, die das Reich Apex vorrückten. Apex. Die Truppen des Bergreichs Apex standen untätig in der Sicherheit ihres Tals und warteten ab, während ihre Nachbarn in der Bastardstadt fielen. Im zweiten Jahr des Krieges überquerte ein gemeinsamer Trupp der Geschmähten und des Scharlachroten Korps die Berge, um das zentrale Tal dieser Stufe zu erobern. Oder Lithias Kreuzzug. Eisenvorkommen machten die Siedlung Lithias Kreuzzug zu einem strategisch wichtigen Ort. Kyros sandte die Eisengebundenen Magierspiele mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, um für eine konstante Produktion an Waffen zu sorgen. Tunon sandte einen seiner Schicksalsbilder, um sicherzugehen, dass Kyros Gesetz durchgesetzt wurde. Ja, Krieg oder Durchsetzung? Nehmen wir mal Lethias Kreuzzug, das klingt interessanter. 429 WZ, ja, 2 von Kyros. Jupp. Vor vielen Jahren gründete Lithian der Kühne eine kleine Handelsstadt an der Kreuzung antiker Altmauern. Ein Pakt zwischen den Siedlern und einer Söldnertruppe bedeutete, dass Karawanen ohne Furcht von Banditen oder Geistern reisen konnten. Die Stadt blühte in bescheidener Bedeutungslosigkeit auf. Lithians Kreuzung zog Kyros Aufmerksamkeit auf sich, weil es in den umliegenden Hügeln Eisenvorkommen gab. Nachdem die Region unter Kyros Kontrolle war, konnten die Magierschmiede des Nordens Werkstätte einrichten, um Erz zu raffinerieren und die Geschmähten mit den besten Waffen der bekannten Welt auszurüsten. Das dürfte mir sicherlich einen Vorteil bringen, wenn ich helfe, die Geschmähten mit Eisen zu beliefern. Da ich heute Geheimnisse beseitigte mit einem großzügigen Spielgeld die Unterstützung durch die Söldner und ich konnte die Kreuzung so in einen blutlosen Sieg einnehmen. Tunon schickte dich aus, mit Kyros Truppen loszuziehen, um Ordnung in die Region zu bringen. Jo. Was haben wir zur Auswahl? Das Eisen muss fließen. Du ersannst eine kluge Lösung, um die Produktion von Eisenwaffen und Rüstungen zu verbessern.
Die Archontin der Lieder bezirzte mit ihrer Kraft einen geschmähten Soldaten. Gucken wir uns beides mal genauer an. Kyros Magierschmiedete arbeiteten Tag und Nacht, um Waffen zu fertigen. Niemand konnte ihren Eifer in Frage stellen und dennoch produzierten sie zu wenig. Die Pläne, die ans Licht kamen, erwiesen sich als Entzweien für die Geschmähten und den Scharlachroten Chor. Einerseits waren zusätzliche Männer für das Schlachtfeld nötig, statt für die Essen. Andererseits mussten die legendären Waffen von Kyros Armee strengstens bewacht werden. Und das andere, Sirin, die Archontin der Lieder, nutzte ihre arkane Bezauberung, um Einheimische in Kyros Armee zu locken. Als Patriotin des Scharlachroten Chors waren ihre Bemühungen entscheidend für die Rekrutierung neuer Soldaten. Als ein verzauberter Geschmiedensoldat sich ihrem Kult anschloss, fürchtete seine Kompanie, dass die Archontin außer Kontrolle geraten war und man sie aufhalten müsse. Ich glaube, das ist wichtiger, als sich ums Eisen zu kümmern erstmal. Die Geschmähten verlangen, dass die Archontin der Lieder ihre Rekrutierung einstelle und dass ihnen erlaubt werde, ihre Anhängerschaft mit Gewalt zu unterwerfen. Der Verlust der Soldaten war ein herber Rückschlag für die Rekrutierungsbemühungen des Scharlachroten Kreuzzugs. Gemäß alter Tradition des Scharlachroten Chors, schicktest du die neuesten Kultanhänger während des Apex-Feldzugs an die Front. Wer überlebte, der durfte gerne in Kyros Militär bleiben und seine Leistung würde als Nachweis für Sirins Effektivität dienen. Klingt beides eigentlich gleich wichtig. Was ist damit? Der Scharlachrote Chor hat Flüchtlinge aus der jüngsten Welle gezwungen, in Kyros Militär zu dienen. Du hast diese Person für andere Zwecke eingesetzt, nämlich um Eisenkarren für die Magierschmiede zu ziehen. Das war für den Scharlachroten Chor unerfreulich, da er auf seine zahlenmäßige Überlegenheit angewiesen war, um in der Schlacht effektiv zu sein. Du rekrutierst einen örtlichen Tiermenschenstamm. Ihre Stärke würde ihren Ungehorsam mehr als ausgleichen. Die Geschmähten protestierten, dass Wilde Zugang zu den Geheimnissen des Eisens bekommen sollten, doch ihre Stimme war wenig verglichen mit der Unterstützung des Scharlachroten Chors. Also nein, das würde ich nicht nehmen, weil ich wäre selbst nicht glücklich drüber, wenn wilde Tiermenschen Zugang zu meinen Schmiedegeheimnissen hätten. Wenn, dann würde ich eher das hier nehmen. Oder wahrscheinlich hier. Also ein verzauberter Kontakt sich in ihrem Kultanschluss. Das ist eigentlich schlecht, nur wegen eines einzigen geschmähten Soldatens. Ich würde eher das hier nehmen. Gemäß der Tradition des Scharlachroten Chors schickst du die neuesten Kultanhänger, ja. Genau, wir schicken die Kultanhänger an die Front und die, die sich beweisen, die sollen helfen. Der Scharlachrote Chor stimmte zu, neueste Rekruten werden des Abwehrfeldzugs an die Front zu schicken. Deine Lösung passte zu ihrem traditionellen Rekrutierungsmodell, weshalb sie als gute Alternative ansahen. In den folgenden Wochen kehrten mehr von ihnen in die aktiven Dienste zurück, als es selbst Sirin erwartet hätte. Vermutlich wegen ihrer obsessiven Hingabe gegenüber der Archontin und ihrer bezaubernden Musik. Gut. Ein roter Amboss. Ein roter Amboss, ein eisengebundener Magisch vor dem Scharlachroten Chor die Treue, was zu Unfriede zwischen den Armeen führte. Wollte Drohungen. Wer beschützte die Stadt vor den Angriffen arkaner Räuber? Nehmen wir erstmal das hier. Einer von Kyros Magierschmieden vor dem Scharlachroten Chor die Treue. Die Geschmähten bewachten das Geheimnis des Eisenschmieds eifersüchtig und verlangten die sofortige Rückkehr des Schmieds. Der Scharlachrote Chor verstand darauf, dass es ihr gutes Recht war, den Treuschwur einer jeden Person entgegenzunehmen. Die Gemüter erhitzten sich und die Essen kühlten ab. Streitigkeiten legten die produktiv lahm. Das ist nicht gut. Ganz ehrlich, der Scharlachrote Chor sollte nicht so großen Zugang zu den Technologien der Schmiedemeister haben. Die sollen sich mit den Waffen zufrieden geben, die sie kriegen. Da die Magierschmiede nicht freiwillig an die Arbeit zurückkehren würden, befasste die Geschmähten, ihn in Ketten zurück an seinen Arbeitsplatz zu bringen.
Da Kyros Gesetz vorsieht, dass die Geheimnisse des Eisens nur dem Magierschmied bekannt sein dürfen, hast du entschieden, dass die Erinnerungen dieses neuen Rekruten getilgt werden sollten. Das wäre zum Beispiel eine ziemlich gute Alternative. Was haben wir hier? Von der arkanen Energie der Essen angezogen, begannen mystische Räuber aus den naheliegenden Altmauern, Lithians Kreuzung allen Tages- und Nachtzeiten zu überfallen. Beide von Kyros Armeen spannen sich ihre Stärke für die Kriegsfront auf, doch die Stadt musste beschützt werden. Du musstest die Verantwortung irgendwie delegieren. Da der Scharlachrote Chor die größte Armee war, übertrugst du ihm die Aufgabe, für die Sicherheit der Stadt zu sorgen. Die Geschmähten nutzt die Gelegenheit, um ihre Stärke zu sammeln. Da die Geschmähten das meiste Eisen verwendeten, das in Lethians Kreuzung produziert wurde, war es ihre Aufgabe, die Stadt zu bewachen. Der Scharlachrote Chor durfte sich ein wenig ausruhen. Ja, eigentlich hätte ich es lieber, wirklich lieber, wenn die Geschmähten, die für die Sicherheit in der Stadt verantwortlich sind und ihre eigenen Waffen. Andererseits ist es auch wichtig, sich um die Magier, um den Schmied zu kümmern. Okay, ich glaube, die Räuber sind wichtiger, also sagen wir, die Geschmähten sollen ihre Stadt, ihre Eisen verteidigen. Die Geschmähten waren zwar nicht begeistert von deiner Entscheidung, konnten jedoch nichts gegen deine Argumentation vorbringen. Sie sammelten sich in den Straßen von Lithias Kreuzung und patrouillierten Tag und Nacht. Kurz, sie zeigten beeindruckende Stärke und Präsenz. Es gelang ihnen, mehrere Attacken der Angreifer in Vierteln zurückzuschlagen, die andernfalls schwere Schäden erlitten hätten. Obwohl sie Gutes tun konnten, verabscheuten die Geschmähten dich dafür, dass du sie davon abhieltest, gegen ihren wahren Feind in den Stufen zu kämpfen. Gut. Es kam zu einer Tragödie, als ein von Nerads Stimme angeheuerter Söldner einen Handwerksmeister der Eisen gebunden verwundete und arbeitsunfähig machte. Thoma befahl den Söldner, die Kontrolle über die Stadt den verantwortungsvolleren Dienern von Kyros zu übergeben. Nur eine kleine Garnison durfte zurückbleiben, während die Armee an die Front zurückkehrte. Als zwischen den Geschmähten und dem Scharlachroten Chor immer mehr Spannung und Feindseligkeit auftraten, entschied Thunon, dass nur eine Gruppierung die Kontrolle über die Kreuzung haben sollte. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Du hast die Kontrolle über Lithians Kreuzung in die Hände der Geschmähten gelegt. Du hast die Kontrolle in die Hände des Scharlachroten. Natürlich in die Hände der Geschmähten, da die auf ihre Magierschmiede auch aufpassen sollten. Die Geschmähten stationierten eine bescheidene Garnison in der Siedlung Lithians Kreuzung. Die Einheit war zwar größer, als es für eine Wahrung der Ordnung in der kleinen Siedlung nötig gewesen wäre, doch die wahre Aufgabe des Verteidigungstrupps war es, die Schmiede der Eisengebundenen zu beschützen. Genau das meinte ich. Diese magischen Handwerksmeister waren es nämlich, welche die Invasionstruppen der Geschmähten mit Waffen und Rüstung aus Eisen versorgten. Die Bürger von Lithias Kreuzzug waren erleichtert über die Abreise des Scharlachroten Chors und sahen die Alternative als das kleinere von zwei Übeln. Graven Ash ließ dir mitteilen, dass er dir für deine Entscheidung dankte. Die Eisengebundenen und ihren Waffen konnte man Nerads Stimmen nicht anvertrauen. Ja, genau deswegen habe ich das auch gemacht. Das war einfach der Vernunft halber. So. Nächster Abschnitt. Lithians Kreuzung, ja, WZ. Nachdem die Söldner verstoßen waren und Lithians Kreuzung unter neuer Führung stand, haben Kyros Truppen sich selbst dazu beglückwünscht, Ordnung in die Siedlung gebracht und einen produktiven Ressourcenstrom gewährleistet zu haben. Während dieser Anlenkung ist die Armeefront weiter in die Stufen vorgerückt. Deine Fähigkeiten wurden im Reich Azur, im umgebeugsamen Land oder bei der Vellum-Zitadelle benötigt. Du kannst nun einen Ort wählen. Unbeugsames Land. Seine leicht zu verteidigende Lage und seine militärischen Traditionen machten das unbeugsame Land zum formidabelsten Reich in den Stufen. Vellum-Zitadelle. Kyros erobernder Blick fiel auf die Vellum-Zitadelle, ihre Schätze, ihr Wissen, ihre Geheimnisse. Kyros sandte den Archonten des Steins, um die Nazor Azu zu unterwerfen. Also entweder helfen wir, das formidabelste Reich der Stufen zu unterwerfen. Das ist jetzt eine gute Wahl. Wenn, dann sollte ich wahrscheinlich bei dieser Sache, bei der Vellum-Zitadelle erstmal mithelfen. Weil hier über Azur steht halt wirklich nichts.
Und das unsäumsame Land hätte halt eine leicht zu verteidigende Lage. Entweder ich helfe mal bei der Vellum-Zitadelle mit. Ja, 3 von Kyros Eroberung. Das ist richtig geil gemacht mit den ganzen Figuren hier. Die Vellum-Zitadelle war ein Archiv und eine Bibliothek von gewaltigem Ausmaß. Ihre Bewohner waren bekannt als die Schule von Tinte und Feder. Ein Zirkel von Magiern, der viele Jahrhunderte zuvor die Bergzuflucht geschaffen hatte. In einem Gebiet, das von anderen großen Reichen noch nicht besiedelt worden war. Der Legende zufolge beherrschte die Zitadelle einen wahren Schatz an arkanem Wissen. Die Spione des Oberherrn infiltrierten die Schule und bestätigten diese Gerüchte. Die Zeit war reif, einen Trupp zu der großen Bibliothek zu schicken und die Gelehrten zu zwingen, sich Kyros zu unterwerfen. So, wieder dasselbe. Befehlskette. Eine friedliche Kapitulation wurde plötzlich blutig. Siriens Lied bezirzte eine verschlagene Weise. Lied der Umgarnung. Sirin, die Archontin der Lieder, nutzte ihre Kräfte, um feindliche Magier zu bezaubern, die sich hinter dem Mauer der Zitadelle verschanzt hatten. Nachdem Kyros Truppen die arkanen Wirker zusammengetrieben hatten, begannen die Geschmähten, die neuen Gefangenen hinzurichten, ehe sie gefährliches Wissen mit den Scharlachroten Chor teilen können. Was nach Kyros Gesetz ein Verbrechen gewesen wäre. Du konntest die Geschmähten durch einen Kompromiss beruhigen. Die Münder der Weisen wurden mit eisernen Maulkörben verschlossen, sodass sie ihr verbotenes Wissen nicht aussprechen konnten. Du hast die Geschmähten dafür bestraft, Magier getötet zu haben, die an den Scharlachroten Chor gebunden waren. Auf deine Einweisung hin wurden mehrere geschmähten Soldaten der Archontin der Lieder als persönliche Leibwache überlassen. Das ist beides nicht sehr prickelnd. Befehlskette. Eine Abteilung von Kyros Armee marschierte auf die Vellum-Zitadelle zu, in Erwartung einer geordneten Kapitulation. Als sich den Haupttoren näherten, wurden ihre Kommandanten von einem Strahl arkaner Energie niedergestreckt und getötet. Und plötzlich warst du der ranghöchste noch lebende Offizier und Kyros Soldaten erwarteten deinen Befehl. Die Entscheidung fiel dir nicht leicht, denn sie wirkte sich unmittelbar auf die Höhe der Verluste aus. Du gabst dem leicht zu ersetzenden Scharlachroten Chor den Befehl zum Angreifen. Während der ungeordnete Mob vorwärts stürmte, hatten die Elite-Soldaten der Geschmähten die Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Was den Verlust von Leben angeht, war dies zwar ein kostspieliges Manöver, doch es sicherte das Überleben der fähigsten und effektivsten Soldaten. Du gabst den Geschmähten den Befehl, mit ihrem Schildwall vorzurücken. Du wusstest, dass eine Handvoll Kyros der Seelsoldaten den Angriff lange genug zurückhalten könnte, um dem Scharlachroten Chor einen Rückzug zu ermöglichen. Du wusstest, dass die Geschmähten für alle Verluste zugunsten des Scharlachroten Chors verabscheuen würden, aber das war ein kleiner Preis, um Leben zu retten. Ja, nehmen wir das mal. Die Geschmähten folgten deinem Befehl sofort und bildeten eine undurchdringliche Phalanx, die der ungepanzerten Horde des Scharlachroten Chors die Gelegenheit zur Flucht gab. Erst als sie ins Lager zurückkehrten, beschwerten sich die versenkten und verstümmelten Geschmähten über deinen Befehl. Ihrer Meinung nach hätte der Scharlachrote Chor sich um sich selbst kümmern müssen. Wenn sie nicht in der Lage seien, ihre Brüder zu verteidigen, da hätten sie in dieser Umberung nichts verloren. Ja, gut. Was haben wir jetzt? In den Bergen verloren. Abgefangene feindliche Informationen führen dazu, dass eine Geschmähtenpatrouille verloren ging. Ein Disput über ein geschmuggeltes Pergament eskalierte. Die Geschmähten erfuhren von einer verborgenen feindlichen Enklave und sahen Speer aus, um sie zu finden. Sie fährten von ihrer Mission nicht zurück. Die verbleibenden geschmähten Soldaten verlangten, dass du den Scharlachroten Chor schickst, um ihre Speer zu finden. Doch der Chor weigerte sich rundheraus in dieselbe Falle zu tappen. Sie empfahlen, die Speer als Kriegsopfer zu werten. Was haben wir zur Auswahl? Du trugst dem Scharlachroten Chor auf, Speer loszuschicken, um die verschwundene geschmähte Patrouille zu finden. Deine Entscheidung lautete, die geschmähten Speere im Schicksal zu überlassen. Wenn die Elite von Kyros Armee nicht alleine zurückkehren konnte, dann war es sinnlos, die Leben des Scharlachroten Chors zu vergeuden, um sie zu finden. Pergamentplünderung. Die Armee hielt eine Nachschubkarawane auf, die von arkanen Büchern quasi überrollt war, überquoll. Als die Geschmähten ein Lagerfeuer aus den verbotenen Texten entfachten, rettete der Chor die Bücher aus den Flammen und griff die Geschmähten an.
In Einklang mit den Wünschen der Geschmähten setzt du Kyos Gesetz über das verbotene Wissen durch und liest alle Texte verbrennen. Dein Urteil lautete, dass die Geschmähten gerne ihre Hälfte der Beute verbrennen durften. Der Schaller rote Kohl jedoch ein Anrecht auf die andere Hälfte hatte, vorausgesetzt, dass du die Texte vorher prüfst und um alle auszusortieren, die verbotenes Wissen enthielten. Das da. Der scharlachrote Chor stimmte deinen großzügigen Bedingungen zu und du fingst an, jedes einzelne Manuskript zu lesen, bevor du es weitergabst. Die Arbeit dauerte mehrere Abende und du erhieltest Einblick in Wahrheiten, die besser verborgen geblieben wären. Die Wahrheit auf deine eigenen Schultern zu laden, war weniger riskant, als das Wissen in Kyros Rein zu verbreiten. Deinem Schlaf tat es jedoch nicht gut. Angewidert von deiner Billigung der Pläne des scharlachroten Chors, zogen die Truppen der Geschmähten sich vom Schlachtfeld zurück. Deinem kleinen Trupp fehlte nun die Mannstärke, um die Vellum-Zitadelle einzunehmen. Tonum ließ Kunde senden, dass Kyros Geduld am Ende war. Der Oberherr würde den Fall mit einem Edikt des Feuers strafen. Das Pergament wurde in einer schlanken Hülle aus graviertem Eisen überbracht. Darauf geschrieben standen die Worte eines Zaubers, der mächtig genug war, um die Vellum-Zitadelle zu zerstören. Du hattest die Wahl, wann du das Edikt verlesen wolltest. Würdest du es bei Sonnenaufgang verlesen, hätten deine Feinde keinerlei Vorwarnung, welche Zerstörung ihnen droht. Du könntest auch bis Sonnenuntergang warten und ihnen dadurch reichlich Zeit geben, um zu fliehen oder Reue zu zeigen. Du zeigst dem Feind keine Gnade und verkündest das Edikt des Feuers in den ersten Augenblicken der Morgendämmerung. Der Feind hatte keinerlei Vorwarnung. Der Chor beschwerte sich zwar, dass du sein Spion in den Untergang geweiht hättest, doch Geschmähten lobten deine Entscheidung. Der scharlachrote Chor sagte, er habe noch Spione in der Zitadelle und bat dich daher inständig, die Magier vor dem Edikt des Oberherrn zu warnen. Du kamst dieser Bitte nach, trafst dich unter der blauen Flagge des Friedens mit dem Feind und warntest sie vor ihrem Untergang. Damit gabst du den Spion des Chors die Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Und dem Feind ebenfalls. In dem Fall muss ich leider die Spione opfern. Da hier nicht gesagt wird, ob der Feind sich dem scharlachroten Chor anschließt oder nicht. Deswegen verlesen wir das Edikt am Sonnenaufgang. Du verlasst das Edikt, als die neue Sonne hinter der Zitadelle aufging, die einen langen Schatten warf. Du warst die letzte Person, die diese Halle des Wissens im Augenblick vor der Zerstörung sah. Die Erde bebte orange und orange-rötliches Licht erstrahlte im Fundament der weitläufigen Zitadelle. Von unter der Bibliothek sprudelte ein Wall von Lava mit explosiver Wucht hervor. Er quoll aus den Fenstern und Mauerritzen und spolzte sich gnadenlos durch das umliegende Land. Die Magier wachten inmitten von Rauch und Feuer. Für die meisten war es bereits zu spät, nur eine Handvoll von schockierter Magier flohen aus dem qualmenden Chaos, das einmal ihre gewaltige Bibliotheksfestung war. Kyros Wille geschehe. Ja, cool, wie sie einfach zerstört wird. Kyros Armin verließen schweigend die Zerstörung der Vellum-Zitadelle. Von diesem Tag an war die einst noble Zitadelle in den Stufen nur noch die brennende Bibliothek bekannt. Es war ein unstreitbarer Verlust von Ressourcen, von Wissen, von Kultur und von Leben. Aber eine Botschaft war unmissverständlich gesendet worden. Der Oberherr duldete keinen Ungehorsam. Du solltest dich nicht lange ausruhen, ehe Tunon dich wieder rief. Du warst einer der letzten, der aus dem Gebirge abreiste. Bei deinem Aufbruch sahst du den kleinen Bergen einige Lagerfeuer flackern. Sie waren nur kleine Flecken winziger gegenüber dem tobenden Inferno. Vermutlich waren es die letzten Überlebenden oder vielleicht Plünderer aus Kyros Armee, die gelangweilt und kühn genug waren, um die Asche nach Beute zu durchwühlen. Eroberung abgeschlossen. Du hast das Ende von Kyros Eroberung erreicht. Möchtest du fortfahren oder deinen Fortschritt löschen und neu beginnen? Nein, ich möchte fortfahren. Und ich glaube, diesen Ladebildschirm schneide ich mal raus. Weil sonst wird das hier echt zu lang. Ich nehme, glaube ich, schon wieder eine Stunde auf oder so. Wobei die Charaktererstellung auch doch schon sehr interessant ist, muss ich sagen. The year is 431, and Kairos's invasion has shattered all major opposition in the Tiers. The Younger Realms, the Bastard Tier, the Free Cities. All who defied Kairos lay broken by battle, or bowed in surrender.
The two armies of the Overlord, the Disfavored and the Scarlet Chorus, now control our lands. But our will is not yet extinguished. Not entirely. In the Valley of Vendrian's Well, those of us unwilling to bow to Kairos have banded together in defiance. Violating an oath of surrender from 2 years prior, we have staged a bloody uprising, murdering the Disfavored and Scarlet Chorus garrison in a midnight assault. With their main forces spread across the tiers, the Disfavored and Scarlet Chorus redeploy to Vendrian's Well to crush the resistance. But months pass with no definitive battle. As disagreement and discord paralyze the Archons, we bide our time and wait for our message of insurrection to spread across the tiers. The Overlord is not amused, and Kairos has one message for the Archons: crush the Oathbreakers or die. Kairos backs this threat with an edict, a magical commandment that can slay all in the valley should the order be ignored. The honor of proclaiming this edict fell to you. Sent across the mountains to Vendrian's Well, you carry the Overlord's edict to read before the Archons. As you finally make your way through the winding mountain passes into the valley, the ground trembles, and Kairos's magic seals the way behind you. You are trapped in Vendrian's Well, with Kairos's armies and the Oathbreakers. The only way to survive is to fulfill the terms of the Overlord's edict, in any way that you can. Fängt schon mal gut an, mit einer Statue, aus der Blut fließt. Schicksalsbinder Brenno hier, nehme ich an. Wir haben dich erwartet. Das hier unten sieht schon mal richtig cool aus. Talente? Ah ja. Das sind die hier. Zauber. Waffensets. Ah, kann ich hier einfach wechseln. Schnellauswahlgegenstand habe ich. Heiltränke. Oh, es gibt nur Gesundheit. Auch gut. Schleichen an, aus. Alle Mitglieder auswählen. Formation. Durch Rasten werden alle Wunden entfernt. Ah, es gibt also Wunden statt Schmerzen. Wie das gerade klang. Kyros Edikt. Gruppenlager, okay. Waffen, Rüstung. Und ja, die Schnellauswahl hier unten mal wieder. Zubehör, einzelne Rüstungsteile, ist auch ganz cool. Filter, Kupferringe, Bronzeringe, Eisenringe. Das ist wohl die, sind wohl die Währungen in dem Spiel. Attribute, sag bloß, das hier ist Skillsteigerung à la Duet. Das wäre richtig nice. Also so Skyrim-mäßig. Trees. Okay. Verteidigung, Großwaffen, Geschicklichkeit, alles Mögliche. Questbuch, das gucken wir uns dann nachher an. Gruppenzauber, Sigille für die Zaubereinstellung. Sendschreiben. Archivierte Sendschreiben ausblenden. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich jetzt hier das Spiel. So. Und dann gibt es jetzt hier den ersten Cut. Und dann sehen wir uns weiter, wenn das Spiel endlich losgeht. Damit habe ich jetzt schon mein zweites neues Projekt angekündigt. Neben Legend of Grimoire, Labyrinth of Liars, kommt jetzt Tyranny. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und seid dann auch wieder mit dabei. Ich kann ja auch ein bisschen rauszoomen. Also, bis dann.